Iris Klein beweist, ihr Mann Peter und Yvonne Wölke lieben sich. Zuletzt kriselt es zwischen den beiden Eheleuten. Der Grund? Peter betrügt Iris angeblich mit Yvonne. Bisher bestreiten die zwei die Gerüchte vehement. Bis jetzt. Der Kampf der Reality-Star-Star meldet sich bei seinen Fans mit überraschenden Enthüllungen. Ich habe die Beweise heute von meinem Mann gehört, auch von meinem Nochmann, Entschuldigung. Er hat gesagt, die beiden haben sich ineinander verliebt, niemand durfte das erfahren und ja, die schreiben auch die ganze Zeit. Im Netz teilt die 55-Jährige dazu einen Chatverlauf zwischen ihrem Mann und der Schauspielerin. Darin bekunden beide, wie sehr sie sich vermissen und lieben. Doch während Peter mit Yvonne im Kontakt steht, versucht er die Dinge mit Iris wieder gerade zu biegen. Wir wollten uns aussprechen und er hat mich auch angelangt. Er wollte mit mir ins Bett gehen und dabei schreibt er gerade der anderen, er liebt sie. Also wie dreckig können Männer bitte schön sein? Doch es kommt noch dicker. Peter gesteht kurze Zeit später tatsächlich seine Gefühle für Yvonne. Für Gefühle kann ich nichts. Ich habe mich verliebt, ja, das stimmt. Und ich habe mich von meiner Frau immer weiter entfernt. Ich konnte es ihr nicht sagen die ganze Zeit, weil ich ihr einfach nicht wehtun wollte. Yvonne bestreitet Peters Geständnis jedoch. Die Blondine erklärt Iris am Telefon, Peter liebt sie, aber sie ihn nicht.